In dieser Nacht. Captain Olimar, er scheint nicht aufzuwachen. Irgendwie verständlich, er hat ja auch einiges mitgemacht. Aber wir müssen von ihm wissen, wo unser Überlichtschlüssel ist. Hm. Ja, nur so können wir wieder nach Koppel zurückkehren. Wie wäre es denn, wenn wir uns nach all den Strapazen erstmal ausruhen? Gute Idee, es besteht durchaus die Chance, dass er morgen aufwacht. Und dann sollten wir fit sein. Alles klar. Am nächsten Morgen. Oi. Huch. Was war das für ein Geräusch? Warum sind wir gelandet? Was ist da passiert? Okay, wir konnten uns das Level diesmal nicht aussuchen. Oh nein, Olimar ist weg. Und ihr Entchen auch, Captain. Was? Oh, scheiße. Muss kurz checken. Ja, okay. Ich vergesse immer, habe ich die Aufnahmen gestartet oder nicht. Ich brauche unbedingt meinen zweiten Monitor wieder, damit ich das überprüfen kann. Mann, und das ist noch nicht das Schlimmste. Er hat unsere gesamten Vorräte mitgenommen. Wie verfressen kann man eigentlich sein? Ja, das musst du gerade sagen, Brittany. Los, hinterher. Alles klar, wir holen uns wieder eine gemütliche Auswahl an Pikmin raus. Nee, warte mal, gar nicht so viel. Weil... Halt, hier, 60 reichen. Weil... Jetzt gibt's Nachschub. Nee, wir haben keine mit Blättern dabei. Das melden wir gleich. Da ist sie nämlich. Die blaue Pikmin-Zwiebel. Na komm, mach das fertig. Oh, wie machen wir das jetzt? Sehr schön. Die blaue Zwiebel, wir bekommen endlich die blauen Pikmin. Ich sitze ein wenig sehr weit von dem Mikrofon entfernt, merke ich gerade. Ein einzelner Keim, damit fängt es an. So, dann lassen wir die jetzt nämlich erstmal... Ja, die stellen wir hier hin. So, lassen wir hier alle stehen. Und machen dann erstmal nur mit Brittany weiter. Und jetzt müssen wir erstmal ein paar blaue züchten. Wow! Blaues Pikmin! Ach, wie süß! Hä? Die Zwiebel hat eine neue Art Pikmin hervorgebracht. Wasser macht diesem Pikmin nicht nur nichts aus. Es ist wohl sogar sein natürlicher Lebensraum. Geil. So, direkt da raufschmeißen. So, kannst du gleich mal zurückkommen. Hier, ey. Kannst du die erstmal runterholen. So. Zackeli-zack. Weil, während da jetzt der Keim ausgestoßen wird, kannst du den schon mal zurückholen. So, dass wir dann auch gleich direkt den Fünder zurück ranholen können. So, den könnt ihr schon mal runterballern. Wenn ich die beiden hier pflücke. Könnt ihr da nämlich mithelfen. Wir brauchen ein bisschen mehr Zeitmanagement. Alles klar. So, dann holt den zurück. Da haben wir einen Gegner. Da haben wir ein paar Scherben. Da würden uns nicht mal die Flügel-Pikmin was bringen. So, damit haben wir dann auch schon 10 blaue. Sehr geil. Ey, wir haben jetzt wirklich alle Pikmin-Sorten. Geil. So, jetzt haben wir die 10 zusammen. Und dann bitte einmal alle darauf. Holt ihn euch. Sehr schön. Dann können sie nämlich damit schon mal ein bisschen nachzüchten. Okay, machen direkt alle 10. Hier können wir noch durch. Dann könnten wir da die Frucht holen. Bringt uns aber nicht viel, weil kriegen sie hier nicht weg. Hier geht es jetzt nicht weiter. So, wieder neue Informationas. Sehr schön. Dann sind wir jetzt schon bei, ich glaube, 15. Nein. Nein. Habe ich gerade einen zurückgeschickt? Nein. Ja, 15. 15 blaue haben wir jetzt schon. Cool, cool, cool. Das geht doch recht fix. So, da haben wir noch ein paar Kaulquappen.
mit denen wir noch züchten können. Oh, ich sehe gerade, wir müssen dringend Nahrung besorgen heute. Ansonsten haben wir keine mehr. Weil der gute Olimar, beziehungsweise der vermeintliche Olimar, hat ja alles gestohlen. Wo ist denn der letzte Blaue jetzt? Hä? Der steht an der Zwiebel? So, das machen sie jeweils zu zweit, bitte. Danke. Achso, der hat ihn schon zurückgebracht. Ja, moin. Alles klar. So, du kommst mit. Und du kommst mit. Und dann könnt ihr schon mal an dieser Mauer arbeiten. Ja, das können ja auch nur die Blauen machen. Und dann holen wir erstmal die restlichen hier zurück. Sehr schön. Dann haben wir nämlich schon mal wieder ein paar. So, 9 Stück. Dann lassen wir die 9 erstmal an dem Fliesenhaufen hier arbeiten. Dann müssen sie halt 3-mal laufen. Und wir schauen mal, was die an der Mauer machen. Oh, warte mal, wir könnten natürlich... So, der Alf. Kommt bitte mal ran mit den... Flügel-Pikmin. Aber bitte nur mit den Flügel-Pikmin. Das Ding können wir auch mal runterholen. Können wir auch alle einfach so darauf jagen. Zack. So, Brittany hat das hier im Auge. Okay. Nein, 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 nein. Nicht abtransportieren. So. Das können die... Nein, das Ding können die auch schon mal runterholen eigentlich. Aber auch noch nicht abtransportieren. So, die haben noch eine Tour zu erledigen. Ach, Mäuschen. Es tut mir leid, aber ist halt eben so. Das ist der Lauf unserer Natur. So, die haben die Mauer gleich fertig. Sie haben sie sogar jetzt schon direkt fertig. Sehr schön. Gut, dann können sie nämlich hier mal direkt auf die Dinger losgehen. Holt sie euch. Ja, und direkt abtransportieren. Ist da echt einer gestorben? Tatsächlich. Hauptsache. Das ist ja übel. So, da brauche ich auch wieder... Wie viele denn? 8. Okay. Dann holt das bitte einmal Brittany hier ran. Also die Flügel picken. So, dann können sie das nämlich einmal öffnen. Dann habe ich das schon mal offen. Sehr gut. Und bitte wieder alles zu mich. Können wir da eigentlich auch die Flügel-Pikmin draufjagen oder auch nicht? Warte mal. 6 habe ich dabei. Gut, dann macht ihr das zu 6. Dann können wir das schon mal abtransportieren. Hier machen wir dann wieder die Mauer auf. Und hebt an. Sehr schön. Das läuft doch schon mal sehr gut hier. So, dann lassen wir nämlich die restlichen Flügel-Pikmin erstmal hier. Und den Alf auch. Wie die Zeit vergeht. Wir müssen Nahrung finden. Ja, tatsächlich, wir haben noch nicht eine Frucht angesammelt. Aber das ändert sich gleich. Zack, zack. Ihr kommt mit ran, bitte. Danke. So, ein gutes Stück davon haben sie ja schon fertig. Dann bitte einmal alle auf die Mauer los. Ihr auch. Warum kommt ihr wieder zu mir? So. Die Erdbeere könnten wir uns noch holen. Was ist das denn? Ach so, das ist... Ich habe ja Birken. Okay.
Ja, das machen wir wahrscheinlich erst am nächsten Tag. Na gut, den kennen wir auch schon. Das ist, glaube ich, sogar der Endboss aus dem ersten Teil. Frucht erhalten. Sehr schön. Ach, wir könnten auch hier hinten durchlaufen. Okay, sehr gut. Aber... okay, das Ding braucht ihr nicht mehr aufhalten. Oh, jetzt dürfen wir natürlich nicht sterben hier. Ich hätte sie einfach von der anderen Seite zurückrufen sollen. Aber nur ist es so. Aber eigentlich kann ich auch mal schon hier rauf jagen. Okay, sie gehen sogar da durch. Sehr schön. Sehr gut. Hä? Okay, die kämpfen immer noch gegen die Mauer. Nein, 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 nein. So, ihr kommt ran. So, die blauen bitte. Hier, zack, zack. Dann geht ihr da drauf. Oh, es ist sogar ein blauer geworden. Nice. Sehr geil. Ihr kommt zu mir. So, dann haben wir die roten schon mal ausgewählt. Dann geht ihr schon mal daran, bitte. Und? Wo ist die zwei Kameraden noch mit ran? Okay, dann können die das schon mal abtransportieren hier. So. Wollte gerade sagen, lauft auch zur richtigen Zwiebel. Es kommt auch keiner mit helfen. Assis. Assis. So, wie sieht's bei Brittany aus? Oh, sie haben schon die nächste Fuhre. Wo stark. Ja, komm. Als ob. Sehr schön. Dann haben wir schon ein paar blaue nachgezüchtet. Dann können jetzt nämlich die blauen. Können sich ja erstmal hier zusammentun. Sehr gut. Dann können sie den schon mal da wegnehmen. Und der Rest kann da schon mal die Erdbeere abtransportieren. Gut, dann könnt ihr schon mal weitermachen mit den Scherben. So, dass wir die Mauer schon mal... die Brücke schon mal fertig bekommen. Ach, Hauptsache sind die schon wieder auf dem Rückweg. Ja, moin. So. Ja, wir können hier halt eigentlich nur wirklich was mit dem Blauen machen. Was wir machen können, ist... mit dem Charlie können wir uns mal ein paar von den Flügelpigment schnappen. Weiß man jetzt gar nicht, wie viele wir davon auf dem Feld haben. 5. Gut, mehr als 5 brauchen wir eigentlich auch nicht. Zack. Dann nehmen wir nämlich die. Ja, ich weiß. So, dann könnt ihr nämlich das Ding da mal aus der Erde holen. Es sind sogar 5. Sehr schön. So. Der Alf steht hier rum. Die Brittany steht hier hinten rum. Das Ding ist fertig. So, jetzt müssen wir nur noch an dem Ding vorbeikommen. Lauf, 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 lauf. Nehmt ihr das gerade echt im Blauen weg? Was ist denn los mit euch? So, dann nehmen wir die paar Kameraden hier. Sehr schön, alle 9 ran da. Zack, du kommst mit ran, ihr kommt mit ran. So. Die Brittany schmeißen wir nämlich hier hin. Den Charlie genauso. Und auch die 15 Flügelpigment. Weil wir brauchen jetzt erstmal nur die blauen. Jetzt macht ihr das Ei kaputt. Saugt euch voll, soweit es geht. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier 24 bei. Hallo? Hier sind es auch schon. Ganze 34. Und die Brücke ist fertig. Das heißt, wir können uns noch den Gegner hier holen.
Dann kriegen sie noch fertig. Ja, nice. So, dann transportiert ihr den... Scheiße. Komm, schaffen sie es, ne? Komm, alle rauf da. Alle rauf da, alle rauf da. Und ihr geht davon auf jeden Fall weg. Ja, komm, das schaffen sie noch safe. Alle zurückrufen. Alle zurück, alle zurück, alle zurück, alle zurück, alle zurück. Oh, ich hoffe, ich habe keinen verloren. Ich hoffe, ich habe keinen verloren. Bitte, 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 bitte. Ich will nicht dauernd Pigment verlieren. So, und damit haben wir in unserer großen Zwiebel auch endlich die letzte. Mir fällt gerade ein, ich muss morgen endlich mal eine PaySafe-Card kaufen. Muss mein YouTube Premium wieder aktualisieren. Sie ist noch größer geworden. Kann die Drake etwa auch absorbiert werden? Da dürfte keine Gefahr bestehen. Wahrscheinlich zumindest. Kann man das mischen? Das ergibt ganz sicher einen interessanten Geschmack. Versaften, das machen wir direkt wieder mit Vorspulen, Zuckertropfen und die Sonnenkernbeere. Ach, zusammen mit dem, was wir gestern noch hatten, wäre das schon eine ansehnliche Menge. Dieser gemeine Kerl von Hogotate. Aber immerhin haben wir den Tag überlebt. Wenn sich Alf ab morgen bei der Nahrungssuche nicht etwas mehr anstrengt, dann... Warum Alf? Warum nicht du, du verfressene Kuh? Oh, das hat sich gereimt. Nice. So, wir haben 40... 52 blaue? Jawohl. Wir haben doch einen verloren. Hauptsache... Ja gut, immerhin nur eine. Besser als 41 auf einen Schlag. Ne? Und so. Die blaue Zwiebel stieß ein einzelnes blaues Pigment aus, das als Keim im Boden verschwand. Mir kam es vor, als habe die Zwiebel ihre letzte Kraft in dieses Pigment gesteckt. Wenn wir die Zwiebel nicht befreit hätten, gäbe es jetzt vielleicht keine blauen Pigment mehr. Ui, ui, ui. Speichervorgang und der Speichervorgang ist abgeschlossen und damit verabschiede ich mich für diese Folge von euch. Bis dahin und ciao.